Gut. Hat ja jetzt lange genug gedauert, die Scheiße hier, wa? Müsste laufen. Jetzt mal Solo. Zurück. So, jetzt habe ich synchronisiert. Jetzt müssen wir noch irgendwie unsere scheiß Tonspuren synchronisieren. Also, ich sag jetzt H und du sagst direkt danach H, okay? Wenn das klappt, ja. Okay, H. Ha. Good job. Ja. Okay. Ja. Ja. Krank. Jetzt sind wir wieder im Game. So. Jetzt sind wir nur noch ein Multiplayer ans Laufen kriegen. Hä? Müssen wir nur noch ein Multiplayer ans Laufen kriegen. Machen wir jetzt schon einen Anmod? Warte mal gerade. Was? Ich habe die falsche Tastenkombination gedrückt. Was hier? Ich muss Shadow Dings nochmal die Aufnahme starten. Ja, mach. Ja, ich lass laufen. Ja, dann lass einfach laufen. Sollte richtig geisteskrank synchronisiert sein. Hast du schon Synchro? Bitte? Hast du schon gemacht? Ja, ich habe das einfach mit dem jetzt gedingt. Sollte eigentlich klappen. Okay, also machen wir jetzt eine Anmoderation oder nicht? Oder gar nicht? Oder wie? Ja, ich würde sagen, erstmal ins Game rein und dann. Ah, machen wir im Game. Ja. Sonst sitzen wir irgendwie eine Viertelstunde und kriegen keinen Multiplayer ans Laufen. 2 hours later. Nee. Quatsch. Wie geht denn das? Spiel. Nee. Spielbrowser? Ah ja, erstellen. Alter, ich habe das schon so lange nicht mehr gemacht. Ja, nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch weiß, wie das Spiel funktioniert. Das ist eine Fick-Scheiße. Diese Scheiße. Windows Defender Firewall hat einige Features in der App blockiert. So, ich muss jetzt erstmal hier Zugriff zulassen und dann darf ich neu starten. Cool. Verdammt cool. Wir haben jetzt 10 nach 8. Vor einer Stunde wollten wir eigentlich angefangen haben. Ja. 3 days later. So, jetzt muss ich drin sein. Ja, jetzt bist du dran. So. Ja, wird schon funktionieren. Halleluja, können. Ich habe aber übel vergessen, wie das Spiel funktioniert, wa? Start aufbauen, anderen verficken, anderen zerficken und dann fertig. Das war auch mit Entwicklungsstufen und so, ne? Naja. Ja. Ja. So. Jetzt stelle ich mal, wie das ungefähr funktioniert. So, ja. Fangen wir an, gell? Ja. Ja. Ja, dann mach mal. Ich glaube, bei SimCity hast du immer die Anmoderation gemacht, ja? Ja, aber es ist ja jetzt ein neues Zeitalter. Was sagen wir denn? Ja, irgendwas, scheißegal. Ja, moin Leute, willkommen zurück. Zurück, jo. Zurück zu einem Spiel, was wir nie gespielt haben. Genau. Auf einem Kanal, der seit 7 Jahren brach liegt. Nee, vor 7 Jahren begonnen, in der 6,5 Jahre. Ja, stimmt. Ja. Leute, wir sind zurück. Nicht. Keine Ahnung, was das hier wird. Ich glaube, wir sind einfach nur ein bisschen geisteskrank. Wieso sind wir denn geisteskrank? Keine Ahnung. 6,5 Jahre nichts tun und dann mal kurz wieder. Jo, also. Ach, scheiße. Ja, die Beweggründe für dieses Video sind eigentlich sehr, sehr random. Also, gestern aufgefallen, ah, wir hatten mal einen YouTube-Kanal. Dann hat man auf einmal nichts mehr gemacht. Und, ja, jetzt sind wir wieder da. Nicht. Jetzt haben wir wieder Bock, einmal. Comeback. Revolution, YouTube-Revolution. Die etablierten einmal komplett zerficken. Ne? Das wird jetzt getan mit diesem Video.
Jo, also es ist, wie soll man sagen, ein Samstagabend jetzt, an dem wir gesagt haben, wir zocken. Und so dazu entschlossen, das aufzunehmen, wie in guten alten Zeiten. Aber, dieses Video wird quasi so eine Aufzeichnung eines privaten Spiels zwischen dem Mongo da auf der anderen Seite und mir. Also dem Hurensohn. Genau, dem Hurensohn. Und dementsprechend ist von diesem Video absolut gar nichts zu erwarten. Das wird einfach nur Gelaber. Und das Spiel, das haben wir noch gar nicht erklärt, was wir hier überhaupt spielen. Das ist sowieso schon uralt. Also da gibt's auch nichts Neues mehr. Jetzt Rise of Nations ist, keine Ahnung, 2004 oder so rausgekommen. Also gameplay-technisch wird das hier sowieso keine Revolution. Besonders weil wir es halt auch Ewigkeit nicht mehr gespielt haben. Nee, schon. Ich glaube 2 Jahre oder so und bestimmt nicht mehr angemacht. Ja. Ich wüsste doch gar nicht, also wenn ich das letzte Mal wirklich gezockt habe. Nee. Dann ist ja noch das Ding. Jetzt habe ich ja mittlerweile mal einen vernünftigen Rechner. Damals hatte ich ja noch diesen Schrott. Den Office-Rechner mit einem, weiß nicht, 2-Kern-Prozessor, wo eigentlich ein Wunder war, dass überhaupt was drauf gelaufen ist. Und dann habe ich mir so einen scheiß PC zusammengebaut und dann ist jetzt keine Zeit zu zocken, ne? Ja. Ja. Und in der Zeit, wo wir eigentlich noch Zeit hatten, haben wir einfach gar nichts gemacht. Und zumindest nicht in die Richtung, was wir jetzt nächsten Stündchen machen und dann nicht mehr. Wieder. Nie wieder. Das ist ein Comeback und dann ist wieder verpissen. Das Ding ist halt, wir haben auch absolut keine Ahnung, was wir sagen wollen jetzt hier. Nee. Oder machen wollen. Und man hört auch, es hat sich quasi nichts verändert. Ich habe immer noch das gleiche Headset wie damals. Hast du mittlerweile ein neues? Ja, dieses Medusa ist irgendwann kaputt gegangen. Okay, streng genommen ist meins auch nicht mehr ganz, weil das fällt gefühlt jede Woche einmal runter. Und mittlerweile sind halt beide Seiten mit Kabelbinder geflickt. Also vor den Ohrmuscheln. Steckt mir halt, wieso soll ich mir so ein neues kaufen? Ja, eben. Solange es funktioniert. Ja. Dementsprechend ist die Soundqualität auch 1A. Also keine Ahnung. Aber wir kriegen auch mit dem Sound YouTube Deutschland zerfickt. Ja. Ja. Also ich denke mal, uns kann keiner das Wasser irgendwie reichen. Nee. Wir sind die Babos. Absolut. Absolut die Babos. Das ist halt die Frage jetzt. Also, das wird mal. Also vermutlich wird es sowieso kein Schwein bis zum Ende gucken. Nee, ich glaube auch nicht. You're goddamn right. Oder ob überhaupt irgendeiner gucken wird, die Frage. Ja. Außer von den Leuten, denen wir sagen, hier guckt euch das an, sonst gibt's Ärger. Aber das ist auch das Coole, weil damals so, ja, damals hat man so da sich, hat man sich Mühe gegeben, dass das irgendwie, dass das den Leuten gefällt und so. Mhm. Und jetzt ist es halt einfach, keine Scheiße, das war. Ja, ob das überhaupt irgendein Schwein guckt, dann ist so dieser Druck ist weg, ne, kann man mal richtigen Scheiß labern. Obwohl mich das damals auch relativ wenig gejuckt hat, ob sich das irgendwer angucken will. Ja, ich glaube, das hat jeder gemerkt. Geht. Wir wären richtig krass geworden. Ja. Vielleicht hätten wir damals in SimCity Let's Play den Organi-Ausraster drin lassen sollen. Wäre direkt viral gegangen. Ey, das SimCity Let's Play war mit eins der langweiligsten. Ich hab mir gestern noch was angeguckt. Ey, dass das überhaupt irgendeiner geguckt hat, ist ein Wunder. Ist halt echt so. Und dann als 15-Jährige damals, kurz vor oder meilenweit vor dem Stimmbruch entfernt, das war ja schrecklich. Also ich hätte es mir niemals angeguckt, wenn das irgendwer anders gemacht hätte. Vielleicht irgendwie die erste Folge sind dann gedacht, nee, muss nicht sein. Kein Bock. Komm auf den Schrott. Ja, aber damals war das irgendwie noch anders. Da hat jeder Penner irgendwie
Minecraft gespielt und so. Und dann hat man einfach gemacht, obwohl man halt einen scheiß Rechner hatte. Ich glaube, die Ansprüche waren dann einfach andere. Als 6-7 Jahre her. Wir waren halt damals irgendwie 14-jährige Wichser, die. Ja. Und jetzt, also ich hab mich großartig mit dem, was wir da gemacht haben, auseinandergesetzt, weil ich habe es halt gemacht. Also Computer an, Aufnahmeprogramm an, aufnehmen und dann hochladen. Ja. Hochladen. Da war auch nicht viel mit Schneiden oder so. Nee. Das war einfach, okay, du machst einen Effekt am Anfang, so eine Einblendung von Schwarz auf Bild da und am Ende mal Verdunklung und das war's. Und darauf war man dann irgendwie stolz. Also, das hätte man noch mehr machen sollen. Wenn du bei Mafia irgendwie geschnitten hättest, hättest du irgendwie Story rausschneiden müssen oder so. Wo bist du eigentlich, du Penner? Eine gute Frage, wie ich das jetzt lokalisieren soll. Ja, links, rechts, oben, unten. Also quasi oben in der Ecke, nur halt ein bisschen weiter nach links unten. Also direkt am Rand. Okay. Ja. Aber ich glaube, wir sind alle am Rand. Ja, wir sind alle am Rand. Ja, mein Scout hat nämlich gerade irgendwas entdeckt. Rot, das bist du. Ja, das bin ich. Ja. Ja. Ich hänge halt nur immer noch im Alter. Das Spiel hier immer langsam gespielt. Was hast du? Ich habe dieses Spiel hier immer fucking langsam gespielt. Ja. Oder halt, wenn ich das irgendwie so vor ein paar Jahren Singleplayer gespielt, also mal irgendwelche Cheats reingehauen oder so. Ehrenmann. Er hat immer schon irgendwelche Atombomben gehabt oder diese Raketen, wenn die anderen noch alle im Altertum waren. Stell dir mal vor, irgendeiner schießt vor 3000 Jahren in der Antike eine, ne? Die würden gar nicht checken, was abgeht. Hätte aber Stil gehabt. Deal. Ja. Also hatte Hiroshima 45 Stil. Das habe ich nicht gesagt. Also wenn das 2000, 3000 Jahre vorher passiert wird, dann schon. Also. Ist ein Ding. Hm. Es wird auf jeden Fall gleich interessant, wenn Deutschland gegen Deutschland kämpft, weil wir beide sind Deutschland. Deutschland! Es ist Zeit für Reich! Wo sind die Juden aus Rotten? Ob man den zweiten Teil dieses Statements sagen sollte? Ja, ganz klar. Also die Frage ist natürlich eine Zitation. Na klar. Aus South Park. Muss man sowieso mal dabei sagen, dass der Großteil dessen, was hier so erzählt wird, nicht ernst genommen werden sollte. Von irgendwem. Besser nicht, weil, ich glaube, wir werden heute noch ziemlich viel Scheiß erlernen. Aber, ne, also ich meine, also das wenigste von dem, was ich sage, das meine ich halt auch ernst. Dürften die Leute, die mich kennen, wissen. Müssen wir erstmal die Wirtschaft ankurbeln hier in dem Puff. Ich habe gerade nur geringfügig Ahnung von dem, was ich hier tue. Nein, nee, geht noch. Du bist schon im Krieg mit Holland. Jetzt bin ich im Krieg. Steht hier, steht William auf Orange und Lego befinden sich im Krieg. Sind die komplett behindert? Die scheiß Holländer. Zerfick ich den halt jetzt. Was erklärt der mir in Krieg? Ist der behindert? Aber wenn dann diese dramatische Ingame-Musik startet, ist sie halt hardcore laut. Also, ich hätte die mal gerade ein bisschen runtergestellt. Was für eine dramatische Musik? Weiß ich nicht, ist irgendeine brutal schnelle Ingame-Musik gestartet. Okay. Vielleicht bist du auch schon im Krieg. Da steht da unten auch.
FFFKKF. Ich bin mit dir bin ich mal im Frieden, mit dem Holländer im Krieg, und wer ist grün eigentlich? Der Mongol oder der Mongol. Ja, dann sind wir beide mit dem Holländer im Krieg. Ist der behindert? Wichser, Alter. Ich baue mir schon mal ein Heer auf, wenn der Holländer gleich kommt. Ich glaube, der kommt erst zu dir, weil ich bin gerade echt am überlegen, was ich hier tue. Start. Forschen, müssen wir hier. Kacke. Was fehlt mir denn? Mir fehlt Metall. Ich kann aber handeln. So. Kann man verkaufen. Ja. Und das. Die Wirtschaft ein bisschen anzukurbeln hier. Hat hier nicht irgendwelche Penner stehen? Ja doch, hier. Ich glaube, jetzt ist langsam wirklich Zeit für Reich, wenn der Computer Despotismus anwendet. Ich habe noch gar nicht mal Senat, Alter. Das ist kritisch. Wenn der Holländer kommt... Ja. Boah, der Deutsche hat ja keinen Schiss vor Holländern. Ein riesengroßes Heer aufbauen. Senat. Brauchen einen Senat. Heißt ja schon das Mittelalter erreicht, ne? Ja, der zieht durch. Wer war das denn? War der Holländer? Ne, ich glaube, es war der andere. Der Mongo. Der Mongo? Ja. Wo sind denn die Leute hier? Bist du immer noch im Level 1? Nee, ne. Ich weiß halt auch nicht, wo die ganzen Penner sind. Ich weiß nur, wo du bist, weil mein Speer gerade bei mir im eigenen Gebiet rumläuft. Schnell. Hafen. So, den brauchen wir aber. Strategisch wertvolles Ding. Für später. Und die anderen zerficke. Ah, ich habe jetzt endlich meine Universität. Kann ich ja mal ein paar Gelehrte erschaffen. Ein paar Scholas. Hm. Aber ich merke schon, dass das ein paar Jahre nicht gemacht wird. Mhm. Weil ich habe jetzt so Anfang nicht so sonderlich planen, was ich sagen will. Nee, keine Ahnung. Vielleicht kommt's mit der Zeit. Vielleicht auch nicht. Zeit. Nee. Guckt sich eh kein Schwein. Ja. Kann eigentlich labern, das ist nur. Was machen wir? Republik oder Despotismus? Ich würde immer auf Despotismus gehen. Wo ist denn der scheiß Holländer? Das hat nur eben Krieg erklärt. Wieso kommt er nicht? Schiss. Müssen wir natürlich die Beobachtungstürme drum bauen. Spätere Flachs. Diese Gelehrten so eine schnelle Arbeiten. Wichse. Kennst du selbst von der Uni. Was der Monate drauf, ehe die Fatzen noch was gemacht haben. Ist halt echt so. Das ist das beste Beispiel meiner scheiß Bachelorarbeit, wa? Die hatten 6 bis 8 Wochen hatten sie Zeit. Mhm. Die Scheiße, oder was heißt Zeit? Das war vom Zentralen Prüfungsamt vorgegeben, dass die nur so lange brauchen sollen. Dann heißt ja meine Note. Ja, 10,5. 10,5 Wochen haben die Fotzen gebraucht. Wo ich mir dann denke, wieso gibt's denn überhaupt solche Fristen? Ja. Ja. Wenn sie eh kein Schwein dran hält. So. Bin gespannt, wie lange der Wichser für meinen EOP-Bericht braucht. Schon einen Monat her, durch den Scheiß abgegeben. Das hat bei mir ewig gedauert. Das hat bei mir bis ins nächste Semester gedauert. Bitte.
Na, dann hab ich's eh vergessen. Dass du einen Bericht geschrieben hast? Dass du den Bericht geschrieben hast? Ja. Und dass ich da noch eine Antwort kriege und so. Ach Gott. Ah, hier. Die Wirtschaft boomt. Meine nicht. Ich bin gerade noch auf dem Weg ins Mittelalter. Da gab's ja noch gar kein Deutschland. Komisch, wa? Das ist ja jetzt eigentlich so eine Identitätskrise. Da bin ich endlich. Ja. Kannst dich auch fragen, ob du männlich, weiblich oder divers bist. Steht hier jetzt noch einer rum? Kennen wir zwei davon. Männlich und divers, weil Frauen gibt es nicht, wa? Ungefähr, ja. Ja, warte. Scheiße, jetzt greift er echt an. Ha, greift er an. Und ich hab noch nie so einen... Das ist, weil mein... Ah, scheiße. Das ist, weil dieser Hurensohn von Scout durch deren Drecksstadt gelaufen ist. Oh. Deswegen haben die den Krieg erklärt. Ja. Wie biete ich den denn zufrieden an den Wichser? Ich hab keinen Senat. Hast du keinen Senat? Hast du keine Einheiten? Mit dem ich hab gar nichts. Ein ganz Mittelalter. Ah. Ah, geil. Ah, das ist eine Scheiße. Aber ich hab nicht viel Holz. Das ist nicht gut. Müssen wir mal ein bisschen forschen hier. Sägewerk? Ja, nee, das ist kein Sägewerk. Brauch ich auch noch. Hier baut immer ein Sägewerk. Was stehst du hier rum? Was soll ich denn jetzt mit denen machen hier? Ach ja. Stadt Usboe. Tempel. Okay, meine Hauptstadt ist gefallen. Ist gefallen? Ja. Fuck. Das heißt, die Frage, soll ich dir helfen kommen oder nicht? Keine Ahnung. Die einzige Zweitstadt, die ich habe, ist halt direkt daneben. Ne? Fick Scheiße. Dann entsende ich mal mein Heer. Das kleine Heer. Ich muss jetzt einen Ersatzheer aufbauen. Weil irgend so ein Spast keine Armee hat und sich vom Holländer platt machen lässt. Ja, was will ich denn wissen, dass der zuerst zu mir kommt, nicht zu dir, Alter? Ja, was ist das denn für eine Vorbereitung? Ich dachte, ich kann sie so ganz chillig ins Schieß-Pulver-Zeitalter gehen. Warum nicht? Ich hab kein Holz. Jetzt hab ich kein Holz. So stehst du hier rum. Warum soll ich arbeiten gehen? Ach ja, ich wollte bauen. Nein, hier bleiben. So. Sammelt euch mal hier. Die ganzen scheiß Kanonen fehlen ja auch noch. Was machst du eigentlich gerade? Ich versuch gerade irgendwie meine Existenz zu sichern. Hast du noch eine Stadt? Ja, eine habe ich. Alter, bleib hier. Ich bin ziemlich umzingelt von diesem Holländer. Okay, jetzt ist die zweite Stadt dran. Fuck. Als ob du jetzt schon drauf gehst, willst du mich verarschen? Den Scheiß halt ewig nicht mehr gespielt. Ich hatte keine Ahnung, wie ich hier was mache. Nee. Oh lol. Funktioniert die Aufnahme jetzt noch? Ach Quatsch.
Ja, Aufnahme läuft. Och nee. Wurde jetzt mal so ein Spiel geschmissen. Ja, nee, nur kurzfristig. So, ja. Mal gucken, ob meine Einheiten das denn überleben. Weil hier ist so ein Scheiß, fast Schleißschaden auf feindlichem Gebiet. Der kostet meine Einheiten Leben. Das ist Kacke. Versorgungswagen dabei, aber... Vielleicht hätten wir uns das doch ganz einfach machen sollen, Computergegner rauslassen sollen. Wer hätte denn gedacht, dass du so scheiße bist? Oh, klar. Na, mal gucken, ob mein Korb, mein Expeditionskorb jetzt hier irgendwas reißen kann. Was ist das denn für ein Hurensohn, Alter? Spaß. Dann kommen hier drei neue Speerwerfer aus meiner Kaserne, aber... Hat anscheinend was gebracht. Ah, der... Nee, der hat ein zu großes Heer. Ja, aber... Der Hurensohn hat sich zurückgezogen. Ich habe meine Stadt verteidigt mit 5 Speerwerfern oder so. Ja, ich stehe ja auch vor den Grenzen mit meinem Expeditionsheer. Ach so. Aber das ist jetzt aufgerieben. Weil ein paar Einheiten waren dann doch zu wenig. Hier, hier aggressiv. Wird mir halt Wien wieder zurückerobern später. Ja. Aber du hast es überlebt. Muss ich ja nur gucken, dass ich erstmal in Richtung Militär expandiere, bevor ich irgendwie Richtung dieses Pulverzeitalter gehe. Stressig hier mit dir. Muss ich den vom Überleben safen. Nach 29 Minuten. Haben Sie da Frieden mit dem Holländer? Das heißt, meine Einheiten sind umsonst aufgegangen. Dich fick ich auch noch, ey. Ich kann halt nicht expandieren mit meiner Stadt, wenn da überfeindliches Territorium ist. Also ich muss jetzt gucken, dass ich dem bisschen, was ich habe, Militär aufbaue und dann... Go. Das wird complicated. Ich habe zu wenig Wissen, verdammte Scheiße. Ich brauche noch eine Stadt. Ich brauche eine Stadt. Wir müssen expandieren. Am besten noch mit einem... Ja, hier. Blockierte Bäume, halt's mal. Was soll das denn? Kann ich nicht hier machen? Warum nicht? Gott, ist das eine Scheiße. Du hast auch nur 1600 Punkte, Alter. Was machst denn du? Wurde gerade ein bisschen gefickt, ne? Und jetzt habe ich hier diesen Fluss hinter mir und kann meine City quasi nicht erweitern. Ich bin umzingelt von dem Holländer, ne? Naja. Versteh schon. Du brauchst Hilfe. Versager, ey. Nahrung. Ich habe mir gestern übrigens noch mal eine... Ich habe noch mal in eine Folge von Mafia 2 reingeguckt, das war ja übelst geil. Da... Das ist eine Allianz, oder was? Ja. Definitiv nein. Du musst den anderen hier auf dem Spielfeld zeigen, mit was sie rechnen müssen. Also du hast Mafia 2 geguckt. Ich hab eine Folge immer... nur die ersten 10 Sekunden angeguckt und das war so geil, da habe ich ja damals am Stück aufgenommen und habe dann dementsprechend nicht bei jeder Folge irgendwie, was ist das denn hier? Ach la, aber Augsburg ist ein bisschen ein bisschen. Ne? Hab dann halt nicht nach oder vor jeder Folge An- und Abmoderation gemacht. Und die Folge, die ich mir gestern angeguckt habe, die fing dann so an, dass ich gesagt habe: Leute, ich muss mal gerade auf Klo. Ich habe nämlich übelste Bauchschmerzen. Bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Oh, Leute, ich muss mal aufs Klo. Ich habe Bauchschmerzen.
Das ist geil. Übelst geil. Wir hatten einen Daumen rund. Vielleicht deswegen. Wer weiß, vielleicht hatten wir auch Hater oder so. Aha, der scheiß Holländer will Frieden. Nee, gibt's nicht. Ich werde ihn gleich angreifen. Gibt's weißt Frieden. Du auch, ob der schon in der Aufklärung ist? Ich werde ihn angreifen. Also du willst quasi lachen in den Kreisiger rennen. Genau. Gute Idee. Ich bin ja hier direkt neben Wien und... Ah doch, in Wien ist die Militär. Na, fuck. Aber das Problem ist, ich krieg halt überhaupt keine Ressourcen zusammen hier. Ne, du hast halt keinen Platz, ne? Ja. Na, ich komm jetzt mal ran. Dann musst du halt aber dann die scheiß Stadt von dem einnehmen. Ich will da keine Stadt da unten haben. Mhm. Kommt denn da noch? Ich brauche noch ein paar Musketiere und alles. So. Dann komm schon gleich runter. Jo. Immer noch ein Mangel an Holz. Mehr oder weniger. Knapp 2000 Holz, ohne eine Holzfäller. Das ist ein Holzfällerlager. Ich glaube, Holzfällerhütte war bei Anno 1404 oder so. Ah ja. Hm. Könnte jetzt noch irgendwer? Ja. Ich muss mal eine Infanterieeinheit ausbilden. Dann wird angegriffen. Das ist halt die Frage, wie viel Uhr wir haben, ne? Weil wir schon 5 Uhr 45 haben. Nee, so. Dann muss ja zurückgeschossen werden, aber wir schießen ja nicht mehr zurück. Naja, greifen an. Das heißt, wir, ich greife an. Frontalangriff. Nee, ich habe auch ein paar Truppen. Jetzt. Also. Ein bisschen zu spät. Wieso greift er dich nicht an? Bist du im Krieg mit dem? Nee, ich bin im Frieden mit dem. Sonst hätte der Augsburg kaputt gemacht. Also. Ich habe mich mit 5 Speerwerfern gegen den behauptet. Stimmt. Da war was. Siehst du meine Truppen, dass sie kommen? Mhm. Ja. Der Monarch. Ja, die scheiß Penner brauchen ganz schön lange. Problem ist, mein Rückstand hier ist jetzt schon insane. Wie soll ich das jemals nochmal auf? Du fucking Mittelalter. Na, ich komm. Ich bin quasi schon da. Muss nur taktisch vorgehen, dass meine Einheit nicht wieder alle verrecken. Zeitweilen nochmal eine neue. Neue Dings aufbauen. So, meine Truppen stehen jetzt vor der Grenze. Ist die Frage, wo greife ich an? Wien, ne? Ja. Ja, da steht sie. Hm? Naja. Okay. Das ist nur dieser Fluss zwischen, oder? Ah, ne, kannst du außenrum, musst du das, ja. Ja, ich habe halt keinen Bock, dass meine Einheit wieder Schaden nehmen. Aber es wird wahrscheinlich passieren. Mhm. Nee. Doch. Dann war das eben, weil der Holländer wahrscheinlich in Zukunft... Na doch. Was soll das denn? So. Okay, dann will ich jetzt noch mal loslegen. Oh, warte, ich muss mich den Krieg erklären, sonst... Das geht. Sonst ist scheiße. Geht das gut? Marius. Du unten in dem Menü, glaube ich. Ja, ja, aber. Alter, ah, ja. Das will der Frieden. Nee, egal. Oh, das hätte ich jetzt vielleicht nicht sagen dürfen. Ey, ich will deine Scheißstadt nicht. Ja, das Problem ist. Geh unten auf den Pfeil. Fuck, ich brauche Geld dafür. Hm. Ja, dann schicke ich dir halt Geld. Geld. Oha! Oh. Ich habe 103 und ich brauche 240 für den Krieg.
ich das denn senden? Keine Ahnung. Hier. Ah, danke. Aber das ist deine Stadt. Oder? Ist doch deine Stadt, ne? Ist wieder meine, ja. Ja, dann stell deine Einheit mal vernünftig auf, Alter. So. Muss jetzt reichen. Das muss jetzt alleine auf die Kette kriegen. Jo. Ich hab dem Typen jetzt immer wieder Frieden vorgeschlagen. Dass ich mich jetzt mal vorbereiten kann. Ja, besser ist es. Hab ich nicht mal irgendwo Leute stehen? Ist dann halt die Frage, ne? Ich glaube sowieso, dass wir von dem, was wir hier oder was hier jetzt ist, sowieso nur einen Bruchteil brauchen. Also, wir können ja kein 3-Stunden-Video hochladen. Können wir schon. Ja, aber ist ja langweilig. Ja. Damals hat uns nicht gejuckt. Da haben wir halt doch 20 Minuten Ladebildschirm in SimCity hochgeladen. Boah, die Ladebildschirm-Action im Spiel war aber übelst geisteskrank. Ja. So. Ja, wobei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3! 2, 4, 6, 7. Ich brauche 8. So, du bist fertig gebaut. Bauen wir hier mal Köln auf. Köln, Bruder. Jetzt will ich aber sehen, dass du Gas gibst hier, ne? Versuch's. Ja, reicht nicht. Verdammt. Darf man eigentlich auch nicht mehr sagen, oder? Was denn? Ja, Spast. Warum? Macht mir so Behinderte lustig. Überhaupt nicht PC. PC, ja. Nee. Ja gut. Kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Ich hab eben Neger gesagt. Das hätte ich auch nicht sagen dürfen. Ja, dafür müsst ihr eigentlich steinig werden. Ja. Ich mach mich schon jetzt über alle lustig, die schwarz sind. Ausnahmslos. Disrespect over 10.000. Klar. Jetzt müssen wir erstmal Öl. Komm. Jetzt müssen wir uns erstmal die ganzen Ölfelder claimen. Scheiße. Das ist jetzt wichtig. Warum? Als ob ich nur die zwei bauen kann. Was ist das für ein Scheiß? Wieso muss das denn... Hä? Brauche ich aber einen Hafen für die auf dem Wasser. Jetzt ist noch so ein bisschen Quatsch. Jetzt ist noch so ein bisschen stressig alles. Jetzt will der Scheiß. Aha, jetzt will der Kackholländer noch Frieden und er bietet mir Holz und Öl an. Ich weiß nicht, wo der Öl hier kriegt. Ah, der ist schon Level 6 hoch. Wieso will denn der Frieden? Hat er Schiss? Nö. Mach ich nicht. Gibt nicht. Wer mir hier einen Krieg erklärt, der kann mich nochmal schlägen. Warum? Seit wann muss das denn auf ein. Ey, das check ich gerade nicht. Ist der Skandal. Das macht keinen Sinn, hier eine Stadt hinzusetzen. Ach doch, komm. Frontstadt. Frau auf jeden Fall ist, ne? Wieso kann ich hier nicht bauen? Wir müssen die Einheiten. Ist auch richtig gut, dass ich gerade in so kompletten Halbsätzen rede. Man versteht wahrscheinlich, was ich sagen will. Jetzt. Mach mal hin, du bist immer noch Level 3. Ja, ich werde hier gerade von... Was? Was machst du? Ich werde angegriffen von dem Mongo. Von wem? Vom Mongol? Ja. Warum? Der hat leider schon Industriezeitalter. Wo ist denn der? Wo laufen denn Leute hin? Die versuchen den gerade irgendwie zu dienen. Was? Ich gebe dir 100... Wo soll ich denn hier viel Metall hernehmen? Oh, diese Opfer. Was brauchst du? Metall? Ja. Der will 1000 Metall. Ah, nein. Ja. So. Müsste funktioniert haben, ne? Bist du jetzt langsam mal drin? Aber fast das gleiche gedacht.
gibt mir 1000 und mit 3 hast du in dieser Pizza. Gott, das krieg ich das nicht hin, so, ja. So. Das funktioniert. Ja. Gott, du bist echt so ein Klotz am Bein, Alter. Dick Scheiße. Presse, Alter. Wie im Real Life, bist du ein Klotz am Bein, Alter. Das krieg ich mal hier, ne? Ne, ich komm gleich hoch und scheiß dir in die Frisur, ey. So, wo sind wir? Erstmal die ganzen Ölfelder claimen hier. Ich hab mich verarschen, mach das doch hier. Warum geht denn das nicht? Einfach deine Karawane, so ein fucking Mittelalter-Kaff durchfährt. Kein Wort verstanden, weil du einer geleckt hast. Was? Du hast geleckt, ich hab kein Wort verstanden. Lol. Mir ist gerade eine Karawane, und zwar so ein scheiß LKW durch mein Mittelalter hab ich gefahren. Richtig geisteskrank. Ah, na hier. Ja, absolut geisteskrank. Was sag ich ja. Bin ich dumm? Ja. Ja, ganz klar. Ah, hier. Hier ist keiner mehr. Wo sind die ganzen Leute hin? Ist hier nur einer? Der arbeitet. Braucht Leute. Ah, Applaus, Applaus. Bist auch mal ein Level 4, ey. Jetzt will der schon wieder Frieden, ey. Nee. Der will mich bestechen. Der besticht mich. Der will aber Geld von mir. Der will Geld von dir? Hm. Damit der Frieden bleibt? Ja. Jetzt hat mir der Mongo auch noch einen Krieg erklärt. Das ist nicht gut. Ich brauch noch eine Armee da unten. Bevor der Penner mich angreift da. Also ich denke mal, das war's jetzt bald schon. Der will 22.700 Metall von mir. Wer? Alles klar. Der Mongo. Der 22.000? Ja. Der wollte gerade 1.000, dann habe ich dem alles gegeben, was ich da hatte, und dann will der 22.000 haben. Ja, ich mache jetzt erstmal kurz einen Prozess mit dem Wichser. Ich hab da jetzt keinen Bock mehr drauf auf den auf den jungen Mann. Mhm. Natürlich sagen. Man muss aber trotzdem noch irgendwie aufpassen, was man sagt, ne? Irgendwie schon. Zumindest ein bisschen. Dass man nicht Vollgas auf die Kacke haut. Und nachher gibt's dann wieder Krieg. Wir sind's schon. Forschung läuft. Was ist jetzt eigentlich passiert? Hast du dem jetzt abgelehnt? Ja, ja. Bin jetzt Krieg mit dem. Und du auch. Und bisher greift er nicht an, glaube ich. Das wäre auch dumm. Guck mal so. Das ist noch die Einheiten hier erschaffen. Ich glaube, ich gebe vorhin noch ein Level 7. Ich habe keinen. Was fehlt mir? Was fehlt mir jetzt? Mir fehlt Nahrung. Den kleinen Wichser mache ich jetzt platt. Ich weiß halt nur nicht, wo ist die Stadt von dem. Der hat halt schon mehrere Städte, oder? Ist am Aufrüsten hier. Jetzt gehe ich in Level 7, dann mache ich meinen Herr noch ein bisschen krasser und dann... Weißt du, der Mongo ist mit allem Kriech. Der hat Eier. Jetzt stehen die einfach wie... Oh. Moment, stehen deine Panzer bei mir in der Hauptstadt. Ah, der Mongo will Frieden. Ja, okay, mach mal. Weil ich will jetzt meine Ruhe haben mit dem Holländer. Den ganz in Ruhe platt machen. Und irgendwann geht's dir dann an den Kragen. Ja, Alter, bist du Level 4, zur Berlin. Wollen wir damit sowas? Hm? Müssen wir platt machen, sowas.
Jetzt will der Holländer wieder. Guck mal hier. 100 Metall, 300 Öl. Ne, gibt nicht. Forschen. Ansonsten müsste alles haben, oder? Was steht ihr hier rum, ihr faulen Schweine? Haben wir auch eine Raffinerie? Haben wir hier eine Raffinerie? Nee. Da muss eine Raffinerie hin. Ist halt voll krass, wie der immer noch 9000 Punkte mehr hat als ich. Du bist immer noch Level. Ha? Was ist? Ja. Naja, ich bin immer noch Level. Laber mir nicht dazwischen, wenn ich rede. Halt's mal. Was kommst du nicht vorbei, oder? Kommst vorbei? Ja. Eine Axt oder so. Ah, ist okay. Hä? Kannst du gar nicht gehalten, so eine Axt. Ich hab eine Motorsäge. Wo sind die Städte von dem? Ich sehe nur zwei... So südlich von Augsburg. Audewater und Breda. Ich hab dich gefragt. Was denn? Wo die Städte von dem sind, Alter? Ich bin jetzt hier. Hä? Immer. Du bist behindert? Oder bist du von einem Holländer? Ich will wissen, wo die Städte von dem Holländer sind. Ja, ich sehe nur Breda und Udewarten. Okay. Na, mehr sehe ich auch nicht. Aber ich werde das Ding erstmal von zwei Fronten zerficken. Bist du jetzt im Krieg mit dem? Ich bin im Krieg mit dem, ja. Hörst du auch das Geballer? Ich baller doch hier gerade die Festung von dir am Arsch. Ich sehe es ja, es sieht aus wie so ein kommunistischer Aufmarsch bei dir in Wien. Wo sind eigentlich meine Leute? Soll ich denn machen? Ja, du musst mal Gas geben. Sonst komme ich gleich mit meinem Maschinengewehr und baller deine Pferde tot. Ich weiß, was mir fehlt. Für eine militärische Forschung. Fehlt noch Militärforschung. Der Mongo, der ist anscheinend auch krass drauf gerade. Der will jetzt auch Gas geben. Mhm. Aber der soll mir meine Scheiße nicht wegnehmen. Weil ich will jetzt erstmal den Holländer zerficken. Ich glaube, ich bin das Prioritätsziel von dem Mongo. Bist du im Krieg mit dem? Ja. Wer schießt denn hier? Jetzt kommt er wieder mit. Jetzt will er wieder Frieden haben. Kleiner. Mach erstmal die ganzen Einheiten von dem Tod. Der hat mir die Stadt weggenommen. Was? Der Scheiß Mongo. Der hat mir die Städte weggenommen. Ach krass, jetzt. Ah lol, das ging ja schnell. Das ist echt nur die zwei Städte. Mann. Ist ja schon so ein bisschen so ein linke Mausklick-Spam-Game, ne? Wieso fehlen denn hier vier Leute? Lol. Ich brauche Zeit. Ich muss mir Zeit kaufen. Ich brauche noch Zeit, um mein Heer aufzubauen. Aber wieso? Ach, jetzt weiß ich warum. Stell deine Truppe mal entlang der Front auf, damit der, wenn der kommt, nichts zu kamellen hat. Sorg mal dafür, dass du... Oh, oh. Oh, bist du eigentlich noch da? Ja, ja. Anna wird ziemlich... Wieso, wie kannst du den Krieg erklären?
Nein. Scheiße. Dann erklär ich dem den Krieg. Scheiße, ist er schon Level 8? Ich auch. Erstmal nicht mitbekommen, dass ich schon Level 8 bin. Bist du eigentlich noch da oder so, oder mach ich jetzt allein? Nee, ich musste nur gerade versuchen, den Mongo-Frieden zu schließen. Weil der hat jetzt jegliche Gruppen von mir schon wieder verfehlt. Hast du Frieden mit dem? Ja. Okay, dann ich jetzt auch. Es ist anstrengend hier. Mir fehlt Eisen. Weißt du, was richtig scheiße wäre, wenn jetzt die Aufnahme nicht mehr laufen würde? Ich muss halt noch überlegen, wie ich das machen soll. Also, ich habe wahrscheinlich 0,0, was ist das hier, künstliche Intelligenz? 0,0 Skill im Schneiden. Super. Halt auch nicht, ne? Hä? Ich halt eigentlich auch nicht. Wieso werden die denn geheilt und die anderen nicht? Ah, fuck, jetzt habe ich maximale Bevölkerung. Ich habe halt brutale Probleme, weil ich zum Beispiel nur einen Berg in meinem Territorium habe, wo ich irgendwie Metall abbauen kann oder so. Egal! Wir müssten uns hier Aude Water und Breda holen. Ist halt die Frage, kannst du auf meinem Gebiet bauen? Nee. Ja. Hier ist noch Oder? Also ich kann zumindest... Ah, nee. Ja, du musst halt die Scheiße erobern. Kann expandieren. Mit? Kann doch noch expandieren, nach oben in die Ecke rein. Ja, mach das mal. Da muss halt dann Berg sein, ne? Ja, da ist ein Berg. Digga, es hätte mir... Der hätte wieder den Krieg erklärt, ne? Ja, damit geht's jetzt aber. Und der fickt mich halt jetzt wieder. Hat der dir auch den Krieg erklärt? Ja. Okay, dann Frieden wieder angenommen. Wird. Dann gehe ich dem jetzt an den Kragen, dem Arsch. Wir haben erstmal 3-Fronten-Krieg. Alter, ich kämpfe jetzt an 3 Fronten. Das könnte ganz in die Hose gehen. Versuch's mit Frieden. Hä? Versuch's mit Frieden. Will ich ja nicht, ich bin ja gerade im Angriff. Wir sollen einfach mal sehen, dass gewisse Dinge einfach nicht laufen. So nicht auf meinem Grund und Boden. So nicht. Ja, nee, so läuft er doch nicht hier. Ah, shit, ich hätte vielleicht noch die mitschicken sollen. Na, das ist jetzt ein bisschen scheiße. Mein scheiß Raketenschild ist gerade... Alter, ist der gestört? Petzt der gerade meine Städte weg? Der... Sag es. Der hat doch einen Knall. Aber der hat hier oben keine Gebiete mehr, das heißt, die können schon mal weg. Die Frage, wo setzt ihr hin? Ich bin gerade überfordert. Weil... Ich bin die ganze Zeit noch. Ich bin jetzt... Geh mich auf den Sack, ich brauch... Das ist hier gerade jetzt ein bisschen kritisch. Ich werde ein bisschen aufgerieben. Du bist mittlerweile schon in Level 5, ne?
Ja. Ach, scheiße. Was ist das denn? Wenn wir mal hier kommen. Ich brauch mehr. Bist du bescheuert? Bau das auch. Nee. Scheiße. Hä, hey, bau! Ich bau den nicht. Ich hatte eben meine ganze Armee. Jetzt so. Wieso bauen die das Flugfeld? Ist die dumm? Vielleicht kein Bock. Ich check's nicht, wieso bauen die das nicht? Hat der schon das... Hat der schon das Raketenschild? Sonst knall ich da ja so ein paar Atomraketen drauf, Alter. Aber ich muss die erstmal entwickeln, ne? Der hat mich gerade gefickt. Ja, ich weiß. Das ist gesehen. Scheiße. Ich hab halt nichts. Ich könnte ein paar Kanonen bauen. Ja, schon klar, dass ich dich übelst in den Arsch ficken werde gleich. Ja, also wenn das der Mongole nicht schon macht. Also der erklärt einen den Krieg, greift einen einmal an, dann dingst man Frieden und der nimmt direkt an, ne? Will er wieder Frieden? Nee, ich hab dem halt Frieden gedings und wird angenommen. So. Ah, so ein Scheiß. So. Müssen wir aber langsam wirklich mal Gas geben, ey. Dann nimm die Stadt doch, anstatt auf den ganzen anderen Scheiß zu ballern. Wie hält die denn aus? Los. So. Mach den einfach kaputt. Bin dabei. Doch, der hat übelst viel Gebiet, Alter. Mhm. Wie machen wir jetzt weiter? Ich dachte da, jetzt schon wieder ne. Nö, nö, das war ich. Machen wir es noch ein bisschen weiter. Hält die Erde ja aus. Na, naja, das war leider nicht so geplant. Wenn der Tisch jetzt nicht beballert, ist schade. Das wird sowieso nachher so kommen, dass die Erde explodiert. Also der ist nicht nur ein bisschen pissig, sondern brutal pissig. Kann ich mit mir sprechen, oder? Dürfte jetzt eigentlich nichts mehr existieren bei dem. Ich müsste eigentlich alles wegraketet haben. Aber meine Truppen sind weg, gerade auch. Ich habe keine Truppen mehr. Die sind alle tot. Dürfte. Alter, wieso hat der noch Truppen? Na komm, ballern wir es nochmal richtig drauf. Der kriegt jetzt hier nochmal eine Kriegserklärung von mir. Kann ich nicht mit ihm machen. Achso, ich dachte gerade, der hätte schon wieder eine Rakete auf mich gefallen. Ich brauche neue Truppen. Das ist halt ein bisschen planlos, wenn ich ehrlich bin. So muss das Spiel gespielt werden. Das ist richtig. Ja, das ist alles gerade ein bisschen scheiße. Ich habe gerade auch nicht so sonderlich viel Plan von dem, was ich mache. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Wunder, das ist immer noch mir gehört. Alles klar, gleich geht die Welt unter.
Welt wird jetzt untergehen, bis gleich. Die Raketen noch. Aber ich glaube, jetzt weiß ich nicht, wir müssen nochmal. Ich verstehe kein Wort. Ich verstehe kein Wort. Was ist jetzt du, oder war das wieder der? Ja, das war ich. Ich hab kann ehrlich überfordert. Oder ich bin einfach zu schlecht. Könnte natürlich auch sein. Alter. Die müssen das erstmal carryen. Da kommen meine Truppen. Hunger. Ich will Frikadellen. Dann machen wir das einfach mal so. Wir bauen hier nochmal eine Militärbasis auf. Dann wird der gefickt. Aber ich find's gut, dass du so eine Hilfe bist. Was soll ich denn tun? Ich hab wieder Frieden mit dem Mongo. Aha. Irgendjemand, der das Spiel wirklich professionell spielt, der wird sich gerade so dermaßen fragen, was los ist. Ja. Ja. Aber ich hätte nicht spielen können. Ich hatte halt in den ersten paar Minuten überhaupt gar keinen Plan, was ich jetzt machen soll. Ja, jetzt geht's wieder voran, Freunde. Ey, Alter, wie krank, Alter, ich mich zerficken, ey. Ach, lol. Hab die Stadt verloren. Mir fehlt Nahrung. Wo sind meine Flieger hin? Und das hier unten ist nur so eine Zweitfront. Die Zweitfront. Ich werde jetzt mal mit meinen Pferden aufpieren. Ja, das Ding ist, hier unten ist die Hauptfront. Das ist hier nur Finden. Hier muss auch nur Finden gedingt werden. Deswegen verheizen wir ein paar Panzer und alles. Ach, jetzt fehlt mir noch das Öl. Das könnte mir jetzt alles ein bisschen zum Verhängnis werden hier. Es sei denn, der kommt nicht. Wenn der nicht kommt, ist alles gut. Was macht denn jetzt hier? Hä? Wo sind denn die ganzen Flugzeuge hin? Schon mal viel Gebiet jetzt hier. Ich kann eigentlich mittlerweile auch aufhören zu spielen. Was kommt mit den Scheißbomben, Alter? Gucken wir die Kriegsschauplätze an. Du kannst eh aufhören. Ja. Na, dann machen wir jetzt mal. So. Sorgen wir mal dafür, dass es jetzt aufhört. Ja. Noch gar keinen Schaden, die scheiß Atomraketen, Alter. Die sind ja nur dazu, das Spiel schon mehr zu beenden. Ja, glaub ich auch. Ja, ich brauche noch 500 Öl und dann ist die Scheiße ja vorbei. Komm. Alles klar, ich habe kein Wort gehört. Einstecken. Ja, ja. Schön Erfolg. Spaß. Ja, so hörst du dich an. Wohin schießen wir? Komm, ja, bam. Game over. Gucken wir sonst mal von Anfang an. Bam! Jetzt leckt's noch, geil. Oh, wer hätte das gedacht? Jo, that's it.
Haben wir wahrscheinlich richtig viel gelabert, ne? Ich glaub nicht. Nicht so gelaufen, wie wir das dachten, ne? Müssen wir glaube ich nochmal machen.